Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Natürlich Leben. Mein Name ist Karin und ich habe euch heute mitgenommen wieder auf meine Lieblingswiese. Heute werde ich mit euch etwas ganz Wunderbares machen. Ich werde euch nicht nur die wichtigsten essbaren Wildkräuter zeigen, also zumindest 5 bis 6 Stück, sondern euch auch zeigen, was ihr daraus machen könnt. Ich werde euch heute ein super leckeres Gericht zeigen, und zwar eine Wildkräuter-Quiche. Ich habe sie schon probiert, ja, ich musste natürlich erst probieren, bevor ich es euch zeige, und es war super lecker, ja, also sehr, sehr, sehr lecker. Und vor allen Dingen müsst ihr immer so denken, wenn ihr mit Wildkräutern etwas zubereitet, dann ist es nicht einfach nur was, also nicht einfach nur ein Nahrungsmittel, ja, sondern es ist auch zeitgleich auch eine Heilung, ja, weil jede Pflanze, jede Wildkräuter hat auch seine Wirkung, und wenn es nur ein Haufen an Vitamine und Mineralien sind, die einem gut tun, und wenn ihr mit Wildkräutern kocht, ja, heilt ihr euch gleichzeitig, ja, und das finde ich ganz wunderbar und dementsprechend auch total empfehlenswert. Wenigstens einmal die Woche, ja, wenn man denn schon nicht öfters schafft, einfach mal mit Wildpflanzen, mit Wildkräutern etwas zuzubereiten. Heute zeige ich euch die Quiche. Ich werde euch, wie gesagt, ein paar Wildpflanzen, essbare Wildpflanzen vorstellen. Beim nächsten Mal freue ich mich schon total drauf, aber das werde ich natürlich vorher erst wieder probieren. Soll aber super lecker sein, und zwar die Frühlingssuppe, die Neunkräutersuppe. Ja, und das ist dann halt pure Heilung. Das machen wir beim nächsten Mal. Dieses Mal machen wir die Quiche. Ich werde jetzt mit euch mal hier über meine schöne Wiese gehen und euch ein paar Pflanzen zeigen und auch die Erkennungsmerkmale zeigen. Ja, und ich hoffe, es wird euch gefallen, und ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß damit und bin total gespannt auf eure Kommentare. Schreibt was dazu, wie es euch geschmeckt hat. Ja, und wünsche euch noch einen wunderschönen und selbstbestimmten Tag. Eure Karin. So, ich starte mal schnell durch für euch und suche euch mal ein paar Pflanzen zusammen. Ich habe ein paar coole, leckere Sachen gefunden. Ich will euch das mal zeigen. Also erstmal den Spitzwegerich. Ja, den kennen wir ja, habe ich euch beim letzten Mal schon gezeigt. Ganz gut zu erkennen, dass er so ein bisschen sehnig ist. Ja, und ja, sieht man hier vielleicht ganz gut. Ja, ist auch so ein bisschen, ja, also es fühlt sich auch sehnig an. Dann sind das hier die, ich weiß nicht, ob ich sehen kann, das sind die Spitzwegerich-Knospen, die jetzt gerade überall kommen. Und wenn ihr mal so eine Knospe findet und einfach mal so esst, dann werdet ihr merken, die schmecken nach Pilzen. Ja, ziemlich cool. Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass man daraus eine sehr, sehr leckere Pilzsoße machen könnte, so eine vegane Alternative. Vegan ist ja Quatsch, ne? Naja, aber egal, eine Alternative zu Pilzen. Okay, und dann habe ich gefunden, natürlich, den Löwenzahn. Ja, also Löwenzahnblätter, dann die Löwenzahnblüten und auch die verschlossenen Löwenzahnblüten könnt ihr nehmen. Auch die, also alles vom Löwenzahn ist essbar, okay. Dass irgendetwas giftig daran ist, ist ein Ammenmärchen, das haben vielleicht eure Eltern euch früher erzählt, damit ihr euch mit diesem Saft hier, der rauskommt, nicht die Klamotten dreckig macht, weil das kriegt man relativ schwer wieder raus. Deshalb, Löwenzahn ist nicht giftig, im Gegenteil, super gesund, super lecker und vor allen Dingen entgiftend. Ja, also so rum wird ein Schuh draus. Und dann, ja, ich finde es super lecker, passt aber auf damit. Und zwar den Sauerampfer. Sauerampfer, ich glaube, das ist sogar hier der Blutampfer. Ich will mich jetzt gerade nicht vertun. Ja, er schmeckt, also man erkennt ihn ganz gut daran. Warte mal, ich habe hier, glaube ich, eine ganze Pflanze. Ah, wo habe ich ihn? Wo habe ich ihn? Ja. Ich habe jetzt leider hier keine blühende dazwischen, oder doch? Ach doch, ein bisschen, hier genau. So, schaut mal, daran erkennt man den ganz gut, dass er jetzt zur Zeit noch so diese roten Blüten da hat. Ich weiß nicht, seht ihr das? Könnt ihr das gut sehen? Ich hoffe ja. Kann man das scharf stellen? Ja, okay. Ja, auf jeden Fall erkennt man ihn einmal da dran. Aber vor allen Dingen, wenn ihr mal so ein bisschen abmacht und in den Mund nimmt,
werdet ihr merken, ist mega sauer. Und gibt natürlich jedem Gericht eine coole Note. Ne? Also, aber passt auf mit dem Sauerampfer. Er ist wohl jetzt nicht, also kann man ein bisschen essen. In Frankreich gibt es wohl auch so Feinkostrestaurants, die damit kochen. Wenn ihr aber Probleme mit der Niere oder mit der Leber habt, dann lasst es besser raus. Ja, also es wird halt darüber verstoffwechselt und es ist wohl leicht giftig. Leicht giftig. Also wenn ihr Probleme habt, könnt es schwieriger, könnt ihr eh mehr Probleme haben, kriegen. Wenn nicht, passiert gar nichts. Also ich esse den schon relativ oft. Ich tue den gerne mal so in die Gerichte mit rein, wegen diesem säuerlichen Geschmack. Und ich finde den super lecker und ich lebe noch. Also ich bin halt da nicht so empfindlich und habe auch keine Probleme. Dementsprechend kann ich das machen. So, wir sind aber noch nicht fertig, weil jetzt gehen wir einmal nach da hinten. Da am Ufer. Da finde ich nämlich nochmal sehr, sehr, sehr interessante Pflanzen. Die zeige ich euch jetzt gleich. So, kurzer Zwischenstopp, denn hier ist alles voller Taubnessel. Taubnesseln. Ja. Könnt ihr es sehen? Super. Die schmecken nämlich richtig gut, sind sehr aromatisch. Einen Moment. Und die nehmen wir natürlich mit. Ja, auf dem Weg zur Taubnessel ist dann auch noch das Labkraut sozusagen an mir hängen geblieben. Ja, das habe ich dann direkt mit eingepackt und dementsprechend stelle ich das jetzt direkt einfach mal mit vor. Genau, einmal das Labkraut, ja. Das Klebrige, das hat sich schon festgelabt. Ja, unverkennbar, ne? Also es klebt, ja. Und schmeckt lecker, einfach super. Ein bisschen neutral, aber sehr lecker. Es gibt auch noch das nicht klebende Labkraut. Das habe ich bei mir im Garten. Ohne Ende. Hört gar nicht mehr auf, bei mir zu wachsen. Und ja, kann man super benutzen. Einfach mit rein. Ist ein bisschen, ja, ich würde sagen, ein relativ neutraler Geschmack. Leicht, süßlich, pflanzlich. So, und dann haben wir hier die Taubnessel. Super schön. Ja, im ersten Augenblick, wenn sie denn nicht so wunderschön blühen würde, erinnert sie ein bisschen an die Brennnessel. Brennt aber natürlich nicht, darum auch Taubnessel. Ja, das ist ein kleiner Blender. Der tanzt sich gerne wie die Brennnessel, damit man Angst bekommt, tut aber nichts. Und ja, schmeckt auch super lecker. Ich habe aber nur ein bisschen schlechtes Gewissen. Selbst bei mir im Garten hole ich es nicht raus. Die Hummeln lieben es. Es ist einfach immer voll mit Hummeln und mit Bienen. Und ja, alles, wo so viel Hummeln und Bienen dran sind, habe ich eigentlich immer ein schlechtes Gewissen, das zu pflücken. Und nehme halt, wenn, nur sehr, sehr wenig. Also ich habe jetzt hier, glaube ich, ja, 4 Stück genommen. Oder 3 nur. Nehme eigentlich immer nur sehr wenig. Oder halt such mir was anderes, was gerade nicht blüht, weil, ja, weiß ich nicht, momentan finde ich es eh alles ein bisschen kritisch. Es blüht nicht genug bei uns, meiner Meinung nach. Aber gut, okay, dann gehen wir weiter zum nächsten Ort. Wir sind ja nur mal kurz hier hängen geblieben, wegen dem schönen Taubnesseln. Und wir gehen jetzt weiter nach hinten. Die Ecke hier finde ich besonders ja, interessant, weil es hier sehr außergewöhnliche und vor allen Dingen super leckere Sachen gibt. Ich werde jetzt mal ein paar pflücken. Und dann zeige ich euch, was ich damit meine. So, ja, ich habe hier ein paar sehr leckere Sachen gefunden. Und zwar einmal den Wiesenknöterich. Der Wiesenknöterich erkennt man ganz gut jetzt hier mit diesem Blatt, so am Stiel entlang noch. Der wächst hier überall. Der wächst vor allen Dingen sehr gerne so, wo es sehr feucht ist, also Humus, nährstoffreiche Humusböden. Ja, hier bei mir am Ufer wächst der überall, also in Hülle und Fülle. Und ja, schmeckt super lecker. Hat so, ja, so einen leichten Geschmack wie junger Spinat. Also auch so ein bisschen süßlich. Super, super lecker. Kann man, finde ich persönlich, hervorragend als Spinatersatz benutzen. Oder auch einfach als Salat, weil auch frisch schmeckt der sehr lecker. Ja, und den habe ich hier überall gefunden. Also
sehr zu empfehlen. Dann habe ich hier einmal den Giersch gefunden. Der Giersch, den erkennt man ganz gut. Hier oben sind so drei Blätter. Und dann wird der meistens so zweiblättrig danach. Sieht man vielleicht ganz gut. Ja. So. Und, aber vor allen Dingen erkennt man ihn ganz gut, dass der Stiel so dreieckig ist. Ja. Dann erkennt man ihn, glaube ich, am allerbesten. Und im Zweifel natürlich an dem Geschmack, weil er schmeckt nach, Möhre, Petersilie. Ja, also sehr aromatisch, super lecker. Auch wenn man mal von seinem Standardgewürz wegkommen möchte, sehr zu empfehlen. Einfach als Gewürz mit zu verkochen. Ja, und der kommt natürlich auch mit in unsere Quiche. Ja. Und dann haben wir halt noch den Gundermann kennt man auch ganz gut. Kleine, so dunkel-lilane Blüten. Ja, sieht man das vielleicht ganz gut? Und die Blätter sind auch so ein bisschen rötlich. Ja, also erkennt man ganz gut. Hallo ihr Lieben. Ja, wir sind jetzt wieder zu Hause, zurück in meiner Hexenküche. Die Haare sind hochgesteckt und wir können loslegen zu kochen. So, also wir haben ja unsere schönen Wildpflanzen gesammelt. Die habe ich jetzt einmal richtig gereinigt und lasse jetzt noch mal kurz wässern, damit sie nicht so flatschig werden, bis ich die Sachen vorbereitet habe. Denn ich werde jetzt einen Mürbeteig selber machen. Den werde ich euch jetzt auch zeigen, wie es geht. Alles, was ich mache, ist vegetarisch, aber nicht vegan. Also für die Veganer, ihr könnt das natürlich selbstverständlich alles vegan machen und ich denke, ihr wisst am besten, wie ihr die Sachen auszutauschen habt. Ansonsten könnt ihr auch gerne mal in der Videobeschreibung gucken, da habe ich euch dann die Angaben für den Teig und so weiter hingeschrieben, wie ihr das alles auch vegan hinkriegen könnt. So, ja, zu den Pflanzen ist nochmal was zu sagen oder zu dem Inhalt. Wir haben jetzt die Wildkräuter gesammelt. Eine Quiche ist aber eigentlich sowas wie, naja, sagen wir mal so ein bisschen Reste verwerten. Ah, ich glaube, mancher Koch wird mich jetzt erschlagen, aber gut. Man kann nämlich rein theoretisch alles da reinwerfen. Ja, also alles, was noch so übrig geblieben ist, was ja im Kühlschrank ist oder so, weiß ich nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel hier noch so eine halbe Paprika, die werde ich mit reinnehmen. Dann habe ich so noch ein bisschen Feta-Käse, den werde ich auch mit reinnehmen. Also ihr könnt da ganz kreativ sein und alles, was ihr mögt, jetzt natürlich nicht nur Reste, sondern auch andere Sachen, auch anderes Gemüse oder natürlich könnt ihr auch Schinken, Speck, auch Fleisch reinmachen, ganz klar. Ne? Also fühlt euch da ganz frei, euer Rezept neu, also selber zu gestalten. Ich mache es jetzt so und werde es euch so zeigen, dass ihr einfach mal so ein bisschen einen Maßstab habt, dass ihr ungefähr wisst, in welche Richtung es gehen soll, aber die Details könnt ihr auf jeden Fall selber entscheiden. Ja, gut, dann, ach so, genau, eins noch, ich habe in den Teig ein bisschen Kurkuma mit reingemacht, das finde ich ganz lecker, darum ist der auch so gelb, aber das seht ihr gleich noch, finde ich persönlich sehr, sehr gut. Kurkuma ist halt auch einfach prophylaktisch ein wahnsinniges Heilmittel, ja, jetzt gerade, wenn es um, weiß ich nicht, Krebsprophylaxe geht oder verschiedene andere Krankheiten, ist es halt ja meiner Meinung nach eine super Heilpflanze und wenn ich die Möglichkeit habe, dann tue ich sie einfach gerne mit rein. Kurkuma, muss man dazu sagen, Kurkuma wirkt am besten in Kombination mit Fett und Pfeffer. Ja, also wenn Pfeffer und Öl benutzt wird beim Kochen, könnt ihr immer eine Prise Kurkuma mit reinmachen. Schadet nie und schmeckt vor allen Dingen lecker und gibt eine schöne Farbe. Ja, es wird alles so golden, ich mag Gold. So, okay, dann legen wir mal los und ich bin total gespannt, was ihr sagen werdet. Also ich fand es super, super lecker und ich hoffe mal, euch wird es genauso gut schmecken. Und ja, ich bin gespannt, was ihr in euren Kommentaren hinterlassen werdet. So, also ihr braucht ja insgesamt 200 Gramm Mehl. Ich habe jetzt 100 Gramm Weizenmehl, Bio-Weizenmehl genommen und die anderen 100 Gramm habe ich mir selber geschrotet mit Vollkörnern. Ja, also ich habe mir selber ein Vollkornmehl noch dazu gemacht. Müsst ihr nicht machen, absolut nicht, aber ich finde es total lecker und habe das dann jetzt so gemacht. So, dann nehme ich, wie schon eben erwähnt, einen Teelöffel Kurkuma dazu.
Auch, wie eben schon gesagt, müsst ihr das nicht machen. Ich persönlich finde es halt sehr lecker und ja, auch von der Farbe einfach ansprechend. So, dann gebt ihr das ganze Mehl und noch 150 Gramm Butter, Margarine, wie ihr möchtet, dazu und zwei Eier. Zwei Eier kommen noch dazu, zwei Bio-Eier. Und ich habe noch ein ganz bisschen Hafermilch dazu gemacht, damit der Teig die richtige Konsistenz bekommt. Ihr könnt aber selber schauen, also je nachdem, wie groß die Eier sind, ist das dann auch gar nicht mehr nötig. Ja, das Ganze rührt ihr dann zu einem knetbaren Teig. Rollt ihn einmal kurz auf dem Tisch aus, beziehungsweise knetet ihn einmal durch und stellt ihn dann nochmal abgedeckt kurz in den Kühlschrank, solange ihr die Füllung vorbereitet, damit er einfach nochmal ein bisschen fester wird und besser zum Ausrollen ist. So, solange der Teig dann im Kühlschrank ist und wartet, können wir dann die Füllung vorbereiten. Und zwar nehmt ihr einfach eine Zwiebel, die schneidet ihr klein und bratet sie an. Ich gebe gerne immer ein bisschen Zucker und Salz zu den Zwiebeln dazu, wenn ich sie anbrate. Dann karamellisieren die so ein bisschen und ich finde, das schmeckt super lecker. So, und solange die Zwiebeln andünsten, könnt ihr dann schon mal die Wildkräuter nehmen und klein hacken. Und dann gebt ihr einfach die ganzen klein gehackten Kräuter zu den Zwiebeln dazu und lasst alles andünsten. Ja, am besten macht ihr einen Deckel kurz drauf, also ein bisschen umrühren. Und dann lasst ihr das so 2, 3, 5 Minuten ungefähr durchziehen und andünsten. Am besten mit verschlossenem Deckel, damit es nicht anbrennt oder so. Ihr könnt dann auch nochmal würzen mit Salz und Pfeffer, so wie ihr möchtet, also nach Belieben natürlich. So, und während unsere Wildkräuter noch auf dem Herd vor sich hin dünsten, können wir dann schon mal weitermachen. Denn zu der Füllung gehört ja noch ein bisschen mehr wie nur die Wildkräuter. Und zwar habe ich 6 Eier genommen, dann habe ich geriebenen Goudakäse dazu getan, dann wie den eben erwähnten Feta-Käse habe ich dazu getan. Dann kommt noch Sahne dazu, 250 Milliliter Sahne. Auch hier habe ich wieder ein bisschen Kurkuma mit reingemacht und dann noch Creme Fraiche dazu getan, ein 250 Milliliter Creme Fraiche noch dazu. Ihr könnt natürlich würzen, wie ihr möchtet. Ich habe jetzt hier eine selbstgemachte Gemüsebrühe zum Würzen genommen, weil diese einfach sehr umfangreich schmeckt. Ne? Also es ist halt so ein bisschen wie so eine Suppenbrühe, nur ohne diese ganzen Glutamate und so weiter. Das ist einfach selbstgemacht. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, das werde ich euch demnächst auch nochmal zeigen. Das hat eine Freundin ein sehr schönes Rezept, was ich einfach sehr gerne esse und sehr, sehr gerne damit koche. Das werde ich euch aber beim nächsten Mal zeigen. So, dann habe ich noch ein bisschen Buchweizen geschrotet, so eine Handvoll ungefähr, und das mit dazu getan, dieses Buchweizenmehl. Erstmal gibt es dann eine festere Konsistenz. Und ich finde es einfach super lecker. Ich mag das, wenn das so ein bisschen nussig schmeckt. Zum Schluss habe ich dann noch ein Bio-Mozzarella klein geschnitten. Der kommt dann oben drauf. Wie ihr vielleicht sehen könnt, ich habe auch noch ein paar Wildkräuterchen übrig gelassen. Ja, zum Dekorieren nachher, um es oben drauf zu machen. Das werdet ihr gleich sehen. Das könnt ihr natürlich auch machen, müsst ihr aber nicht. Ne? Also wie ihr möchtet. Ich mag es, wenn das Auge mit isst. So, und dann kommt auch schon der Teig wieder zum Einsatz. Ist klar, ihr müsst ein bisschen Mehl auf die Fläche machen, damit er nicht klebt, und dann rollt ihr den schön aus. Ich würde sagen, ungefähr einen halben Zentimeter dick, vielleicht ein bisschen dicker. Dann fettet ihr eure Auflaufform ein bisschen ein, damit der nicht klebt nachher, der Teig. Und und legt ihn dann vorsichtig rein. Also ihr seht ja hier, ich habe den so ein bisschen zusammengefaltet, dann geht es halt ein bisschen leichter. Nicht vergessen, den Boden ein bisschen einzustechen, damit der richtig backen kann. Ich habe dann noch ein bisschen Tilsiter-Käse dazu getan, klein geschnitten, in den Teig noch dazu getan. Das könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Also ihr könnt so viel Käse und auch den Käse reinschmeißen, den ihr mögt, und so viel, wie ihr wollt. So, und dann gebt ihr alles in eure Auflaufform. Zuerst den Teig und dann kommen die Kräuter dazu. Die verteilt ihr dann schön, dass sie überall sozusagen in dem Teig, in der Flüssigkeit dann drin sind. Dann klappt ihr vorsichtig die übrig gebliebenen Teigränder ein.
dass das so ein bisschen abgedeckt ist. Wenn es nicht ganz zugedeckt ist, ist das auch nicht schlimm, das ist kein Problem. Ja, und dann kommt zum Schluss dann der Mozzarella, die Kräuter, die Dekorationskräuter, die ich übrig gelassen habe, die legt ihr dann drauf und macht dann den Mozzarella noch ein bisschen drüber, damit das dann so eine richtig schöne, knusprige Kruste wird zum Schluss. So, das Ganze gibt ihr dann in den Backofen, in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Umluft. Ja, so circa 30 Minuten, 25 bis 30 Minuten. Checkt das zwischendurch mal. Ihr wisst ja, wie man, glaube ich, ich denke, ihr wisst, wie es geht, im Kuchen checkt. Einfach mal mit dem Messer mal reinstechen und gucken, ob noch was kleben bleibt. Ja, also bei mir mit der Größe, die ich da hatte, hat es 30 Minuten gedauert. Ja, und dann sind wir auch schon fertig. Sieht das nicht fantastisch aus? Und auch noch mit diesem goldgelben Farbe. Ja, also ich kann euch sagen, es schmeckt genauso, wie es aussieht. Es schmeckt super, super, super lecker. Meine ganze Familie war begeistert und ich werde es bestimmt noch öfters kochen. Ja, und ihr habt eure erste Wildkräuterquiche dann jetzt auch fertig und ich wünsche euch einen sehr, sehr guten Appetit. Lasst es euch schmecken und ja, schreibt was in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat und lasst mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Ich freue mich total darüber und wünsche euch noch einen wunderschönen und selbstbestimmten Tag. Eure Karin.